Der 22. Januar ist der 55. Jahrestag des Élysée-Vertrages, mit dem von Adenauer und de Gaulle die deutsch-französische Freundschaft besiegelt wurde. Diese Freundschaft ist ein Geschenk. Sie hat uns Frieden gebracht. Sie hat uns zu Partnern in Europa gemacht. Diesen Jahrestag wollen wir jetzt nutzen, um in Sondersitzungen von Bundestag und der französischen Assemblée ein starkes Signal zu geben. Und dieses Signal heißt, wir wollen diese Freundschaft stärken, wir wollen weiter zusammenwachsen, wir wollen Hürden abbauen und wir wollen gemeinsam Europa voranbringen. Dafür haben wir jetzt die Chance, deshalb kommen wir zusammen und das ist unsere gemeinsame Botschaft und unsere Aufgabe.